Elektronik und Stoff, eine Verbindung, die auf den ersten Blick nicht zusammenpasst. Elektronik ist spröde und empfindlich und will von Natur aus anders behandelt werden als Textilien. Das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, IZM in Berlin, entwickelt maßgeschneiderte, textilintegrierte elektronische Systeme. Ausgestattet mit Sensoren und Leuchtdioden werden Textilien intelligent und machen zahlreiche Funktionen und Anwendungen möglich. Es geht von der Schutzbekleidung über Diebstahlsicherung, über großflächige Anwendungen wie in der Raumgestaltung oder Gebäudesicherung. Das sind Bereiche, die sehr zukunftsträchtig sind und für sehr viele Branchen sehr interessant werden kann. Bei der Verbindung von Textil und Elektronik in Form von LEDs, Sensoren oder leitfähigen Garnen liegt die Herausforderung darin, dass die unterschiedlichen Materialien dauerhaft zusammengefügt werden und die Elektronik muss denselben Belastungen standhalten wie das Textil. Wenn wir Elektronik zum Beispiel mit gestickten Leiterbahnen verbinden wollen, nehmen wir ziemlich oft nicht leitfähige thermoplastische Klebstoffe. Die haben den Vorteil, dass sie halt sehr flexibel sind, nicht zu starr. Man kann also sehr gut Elektronikkomponenten auf Textilien sozusagen aufkleben und dadurch eine zuverlässige, aber auch flexible Kontaktierung auf dem Textil erreichen. Eine wichtige Entwicklung des Instituts ist ein dehnbarer Schaltungsträger auf der Basis einer flexiblen Folie aus thermoplastischem Polyurethan. Dieser kann mit konventionellen Fertigungsprozessen der Leiterplattenindustrie hergestellt werden. Durch diese Technologie ist auch die Bestückung von großflächigem Gewebe möglich. Das eröffnet viele neue Einsatzmöglichkeiten. Um eine gute Haftung der Elektronik und gleichzeitig eine Flexibilität zu erhalten, kann man Polyurethan-Leiterplatten benutzen. Diese haben den Vorteil, dass sie halt unheimlich flexibel und dehnbar sind. In einem Prozess aus Druck und Temperatur laminieren wir diese auf und dadurch wird im Prinzip die Flexibilität des Trägers gar nicht eingeschränkt. Ein weiterer wichtiger Schritt, um die Elektronik vor Nässe und Druck zu schützen, ist die Verkapselung. Das Fraunhofer IZM entwickelt hierfür verschiedene Verfahren nach industriellen Normen. Die Elektronik muss hier natürlich genau das aushalten, was der Stoff auch aushält. Und hier ist insbesondere der Waschvorgang eine große Herausforderung. Und erstaunlicherweise ist es nicht das Wasser und das Waschmittel, das die Zerstörung verursacht, sondern die rein mechanische Belastung in der Trommel. Wir testen hier nach Normen bei verschiedenen Temperaturen und die waschbaren Textilien, wie zum Beispiel T-Shirts mit elektronischem Label, müssen so ca. 40 bis 60 Waschgänge aushalten. Im Zuverlässigkeitslabor werden die elektronischen Bauteile einem künstlichen Alterungsprozess von 4 bis 5 Jahren unterzogen. Dazu werden sie für ca. 4 Wochen auf Druck, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen getestet. Erst wenn sie diese Tortur überstanden haben, sind sie geeignet für die weitere Verarbeitung. Wir haben am Anfang vor allem nach Funktionen geschaut, die für unterschiedlichste Anwendungen sind, wie Bereich Medizintechnik oder auch Schutzbekleidung oder auch Patientenmonitoring, also Anwendungen, die um die Welt zu verbessern. In der letzten Zeit sind dann verstärkt dann auch Designer, renommierte Designer zu uns gekommen, die hatten Interesse an anderen Themen und haben dieses Thema dann bei uns nachgefragt. Hochwertige Markenbekleidung mit RFID-Chips mit eingewebter Antenne im Label gibt es schon auf dem Markt. Die im Chip gespeicherten Daten weisen das Kleidungsstück als Original aus. Die Idee entstand eigentlich aus einem zufälligen Treffen mit Kollegen vom Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland. Und die sagten zu uns, wir können Antennen weben, wenn ihr die Chips irgendwie draufbringt. Und daraus ist inzwischen eine Zusammenarbeit seit über 10 Jahren geworden, in der wir hier im IZM auch Elektronik in Textilien entwickeln. Das Schöne ist eigentlich, dass diese neue Technologie wirklich die Fantasie anregt und dass alle Leute, auch Designer und auch Leute aus der Elektronikindustrie, Ideen für ganz neue Produkte haben, die bisher eben einfach gar nicht möglich waren.